Was das wohl gut ist? Was das wohl sein mag. Das erscheint mir nützlich. Was das wohl sein mag. Für was das wohl gut ist. Was tun, wenn unsere letzte Hoffnung stirbt? Das musst du herausfinden. Schon lange vor dir gab es jemanden, der versuchte, den Bestien, die uns schon seit Generationen heimsuchen, ein Ende zu setzen. Ihr Ende lag nahe. Oder so glaubten wir. Denn wir sahen, wie ein Drache in den Himmel aufstieg und vor Schmerzen schrie. Aber unser Held kehrte nie nach Hause zurück. Uns blieben nur der Sturm, die Bestien, eine unerschütterliche Furcht, dass ein schauriger Wandel vollzogen war. Deine Reise wird nicht leicht. Der Turm des Drachen wird von einem Sturm umgeben. Der Drache mag tot sein, aber ich befürchte, dass aus seiner Asche eine neue Bestie erwacht ist. Du wirst um jeden Schritt kämpfen. Du musst den Turm erreichen und herausfinden, was mit unserem Krieger geschehen ist. Stelle dich dem, was darin lauert.
Oh, du bist ja wach. Hallo. Oh, mach langsam. Dich hat es schlimm erwischt. Du willst doch nicht wieder zu bluten anfangen, oder? Ich bin Wallace. Ich wollte nach dir sehen. Ich habe auch den Commander gefragt, ob ich's darf. Ja, Commander Ford. Sie hat dir das Sagen. Commander Ford und Mr. Wiggler haben dich draußen gefunden. Sie haben dich reingeschleppt. Und sie sagten, dass Mark nicht zurückkommen wird. Also er war, ach egal. Der Commander hat gesagt, du sollst bei ihr vorbeikommen, wenn du aufwachst. Sie ist im Zimmer am Ende vom Gang. Sie findet dir schon ein Plätzchen. Keine Angst. Bis später. Sieh mal einer an. Sie sind wach. Ich hatte sie schon für tot gehalten. Riggs und ich konnten sie gerade noch retten. Es ist unten bei Riggs. Wenn alles gut verläuft, bekommen sie es zurück. Ich bin Commander Ford. Das ist meine Basis und Sie sind ein unerwarteter Gast. Es ist meine Aufgabe zu wissen, welche Sorte Mensch ich hier aufnehme. Wir haben seit Wochen keine Lebenden am Ufer gesehen. Sie sagen mir jetzt, warum sie wirklich da draußen waren. Es ist lange her, dass jemand den Turm betreten hat. Aber sie werden keine Möglichkeit haben, dorthin zu gelangen. In Wahrheit ist die Station von der Außenwelt abgeschnitten. Nachdem wir sie hereingebracht haben, mussten wir die Tore verbarrikadieren. Die Saat ist überall. Aber jetzt, da sie hier sind, habe ich eine Idee. Ich mache Ihnen ein Angebot. Sie wollen hier raus? Dann erledigen Sie etwas für uns. Zuallererst brauchen wir Strom.
Unser Reaktor wurde durch den Sturm deaktiviert. Mit genügend Strom können wir vielleicht einen anderen Weg nach draußen finden. Der Reaktor befindet sich auf der unteren Ebene. Es führt eine Treppe hinunter. Bringen Sie ihn zum Laufen und kommen Sie dann hierher zurück. Nichts hier ist leicht. Seien Sie vorsichtig. Wir haben dort unten vor einigen Tagen jemanden verloren. Ich vermute, die Saat hat einen Weg hineingefunden. Gehen Sie wegen Ihrer Klinge zu Riggs. Ihre Fäuste werden gegen die Saat nicht ausreichen. Wenn Sie uns diesen Gefallen tun, helfe ich Ihnen hier raus. Ah!